Ja, schönen guten Tag. Heute spreche ich mit Frau Magister Judith Suchanek vom China-Zentrum in Salzburg. Guten Tag, Frau Suchanek. Grüß Gott, Herr Fehlinger. Ja, wer oder was ist das China-Zentrum Salzburg? Können Sie ein bisschen was dazu sagen, bitte? Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen etwas zum China-Zentrum der Universität Salzburg sagen darf und Ihnen erzählen darf. Das China-Zentrum wurde 19, im Jahr 1999 gegründet, damals auf die Initiative vor allem auch von Frau Professor Winklehner, die die frühere Leiterin des China-Zentrums war. Und es wurde als Institut für interdisziplinäre China-Studien gegründet, in Absprache damals mit dem Wissenschaftsministerium, also in enger Absprache. Und es hat vor allem die Aufgabe, als Brückenbauer zu fungieren. Und die Kulturvermittlung steht an erster Stelle, gemeinsam mit der Förderung der Kooperationen mit chinesischen Universitäten. Wir haben derzeit 15 chinesische Partneruniversitäten der Universität Salzburg und sehr viele sehr renommierte, um nur ein paar zu nennen, also die Peking-Universität als wichtigste dieser Partneruniversitäten, dann die Fudan-Universität, mit der die meisten Kooperationen laufen, und die East China Normal University, die Beijing Sports University und Capital Normal University und noch eben einige andere. Das China-Zentrum möchte jeweils das Verständnis für die andere Kultur fördern und für die Menschen dieser Kultur und die Menschen zusammenbringen, dass ein besserer Austausch möglich ist, zum Beispiel durch unsere Sommerschulen. Wir haben zwei Sommerschulen, die schon seit 20 Jahren erfolgreich laufen, jetzt pandemiebedingt natürlich eingeschränkt, aber ja, verständlicherweise. Und im ersten Pandemiejahr haben wir leider keine durchgeführt, weil das zu spontan uns erwischt hat. Und im vergangenen Jahr haben wir dann eine Online-Version der Chinese Austrian EU Summer School durchgeführt, die normalerweise üblicherweise in Europa für chinesische Studierende stattfand, in fünf verschiedenen Ländern für 4 Wochen. Und wir waren dann, abgesehen von Salzburg und Wien, über Prag sind wir nach Heidelberg und dann nach Straßburg und Paris und Venedig. Früher waren wir auch in Brüssel, und nach den Anschlägen war uns das dann ein bisschen zu heikel, und wir sind dann nach Straßburg, um eben an die EU-Institutionen zu gehen. Und ja, wir haben im letzten Jahr eben bei der Online-Version zum ersten Mal alle EU-Länder thematisch berücksichtigt, was jetzt der Vorteil von der Online-Version war. Und dann vielleicht noch kurz zur China Know-how Summer School. Das ist die zweite Sommerschule, die wir ebenfalls 20 Jahre schon organisiert haben. Und hat üblicherweise in China für 4 Wochen stattgefunden. Meistens also vor allem an der Peking und an der Fudan University 2 Wochen. Es wurden da die Xi'an International Studies University auch dann mit einbezogen in unserem Jubiläumsjahr. Und die Hongkong University zum ersten Mal, die auch eine Partneruniversität von uns ist, auch im Jubiläumsjahr, also von der sozusagen ältesten bis zur modernsten Stadt Chinas. Und ganz wichtig natürlich sind auch unsere Sprachkurse, die Sprachvermittlung.
Wir haben derzeit eine Gastprofessorin von Harbin Institute of Technology bei uns, schon das vierte Jahr, die Frau Professor Li Wei. Und freuen uns, dass das möglich ist, dass wir von chinesischer Seite hier die Unterstützung bekommen. Davor gab es viele Jahre eine Zusammenarbeit mit der Xi'an International Studies University, die uns eine Gastprofessorin oder einen Gastprofessorin, Professor zur Verfügung gestellt haben, mit der Hilfe von Han Ban, also dem chinesischen Erziehungsministerium, das da auch gemeinsam mit der chinesischen Botschaft in Wien, also in Österreich, unterstützt. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass das über so viele Jahre eine so gute Kooperation möglich ist. Ja, dann haben wir eine Vortragsreihe seit dem Jahr 2013. Ich habe 2012 die Leitung des China-Zentrums übernommen und habe dann gedacht, also es wurden ganz Anfang, als das China-Zentrum gegründet wurde, auch schon Gastvorträge natürlich gemacht, aber mir war die Idee, so eine fortlaufende Vortragsreihe zu haben, sehr wichtig, und die nennt sich Agora. Und jetzt haben wir, ja, also üblicherweise einmal im Monat laden wir einen Vortragenden oder eine Vortragende ein, zu einem China-spezifischen Thema einen Vortrag zu halten. Und ja, vielleicht darf ich gleich erzählen, wir hatten gestern die letzte Agora in diesem Wintersemester, und zwar hat Professor Karl-Heinz Pohl, ein sehr berühmter Sinologe, der fast 30 Jahre an der Universität Trier unterrichtet hat, der hat zu dem Thema die Welt als gemeinschaftlicher Besitz, China zwischen Konfuzianismus, Marxismus und Demokratie, einen Vortrag gehalten. Und unser nächster Gastvortragender wird Herr Professor Eberhard Sandschneider sein, dann im März, und darf auch herzlich dazu einladen. Wir haben, abgesehen von diesen Veranstaltungen, feiern wir üblicherweise jedes Jahr das chinesische Neujahrsfest als wichtigstes Fest. In China können wir das natürlich nicht außer Acht lassen. Und darf auch herzlich dazu einladen. Wir haben nächste Woche am 26. Januar um 18 Uhr feiern wir etwas in kleinem Rahmen und nur online natürlich ein chinesisches Neujahrsfest zum neuen Jahr des Tigers. Und darf Sie und alle herzlich einladen, um dazu zu kommen. Ja, wir nehmen auch teil an Veranstaltungen oder bringen uns ein bei Veranstaltungen des Büros für internationale Beziehungen, weil das China-Zentrum wurde vor jetzt rund 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, der Abteilung für internationale Beziehungen an der Universität Salzburg unterstellt. Und natürlich auch schon davor haben wir bei Veranstaltungen wie der International Week oder Welcome Week für die ausländischen Studierenden auch Veranstaltungen angeboten, Informationsveranstaltungen zum China-Zentrum oder einen China-Infotag, um auch einerseits den ausländischen Studierenden, andererseits aber auch Lehrenden an unserer Universität oder Studierenden die China-Kooperationen, die es gibt oder die möglicherweise interessant wären, zu präsentieren, also auch unsere chinesischen Partneruniversitäten zu präsentieren, damit Sie sich überlegen können, mit welcher Universität es sinnvoll wäre, in China in ihrem Fachbereich zu kooperieren. Ja, also da gibt es dann, und am Tag der offenen Tür der Universität sind wir natürlich auch vertreten. Und ja, es gibt, also Sie sehen, da gibt es so eine Fülle von Veranstaltungen noch, bei
denen wir auch dabei sind. Ja, verstehe. Damit man sich ein bisschen etwas vorstellen kann, von wie vielen Studenten und Studentinnen Austausch spricht man da? Also wie viele kommen da aus China nach Österreich und wie viele von Österreich nach China ungefähr? Ja, das variiert irgendwie sehr stark und jetzt pandemiebedingt ist es natürlich auch sehr stark eingeschränkt. Wir haben derzeit meines Wissens 21 Degree-Seeking Chinese, also chinesische Studierende an der Universität Salzburg. Wir haben jetzt 4 Anfragen für Outgoing-Studierende, die an chinesische Universitäten gehen wollen. Da war natürlich die Hongkong U und die Fudan University, die waren die Vorreiter, weil die Studierenden am liebsten an die 2 Universitäten gegangen sind bisher. Aber es gab auch schon für andere, also die Peking-Uni und auch Anwärter und Anwärterinnen. Das sind dann, sagen wir, vereinzelt eher. Die Mobilität ist in beide Richtungen, aber von der Anzahl her gibt es schon ein gewisses Ungleichgewicht. Ja. Verstehe, ja. Ja, Frau Suchanek, Sie kommen ja eigentlich von der klassischen Musik her. Sie sind ja Sopranistin. Stellt sich die Frage, wie kommen Sie dann sozusagen auf China? Ja, also Sie haben völlig recht. Es wirkt etwas unorthodox, diese Kombination. Und ich habe zunächst Philosophie studiert an der Universität Salzburg, bevor ich nach 3 Jahren Philosophiestudium an das Mozarteum gewechselt bin und dort mein Gesangsstudium aufgenommen habe. Ich habe mich schon aufgrund meiner Liebe zur Philosophie, westliche Philosophie, sondern eben dann auch für östliche Philosophie interessiert. Und auch über die Kampfkünste kam ich dann irgendwie zum ersten Mal nach China im Jahr 1996 und habe dann nach dem Tod meines Vaters ein Jahr in Shaolin verbracht und dann allerdings wieder den Gesang wieder weiter verfolgt. Mir war nach dem Tod meines Vaters nicht nach Singen zumute und somit wurde auch dieser Weg etwas unterbrochen. Aber ich habe dann versucht, das zu kombinieren, weil ich eine Liebe für die chinesische, vor allem auch traditionelle Kultur entwickelt hatte und habe dann auch in China 2 Jahre gesungen. Also von 2004 bis 2006 war ich in Peking und habe an verschiedenen im Fernsehen immer wieder Auftritte gehabt und auch hatte ich mal die Ehre und das Vergnügen in der Beijing Concert Hall zu singen beim Neujahrsfest. Und also ja, es war interessant, das zu verknüpfen. Und von dem her hat sich das dann ergeben, dass ich aufgrund meiner Affinität zu China allerdings wieder in Salzburg mich befinden, wegen meiner, aus privaten Gründen auch, und um meine Mutter nicht alleine zu lassen. Und bin dann hier, wollte aber dann auch mit China weiterhin einen Kontakt haben und tätig sein. Und da hat sich dann das ergeben, dass ich während meines PhD-Studiums eigentlich dann am China-Zentrum zu arbeiten beginnen konnte. So war ein etwas verschlungener Weg. Ja, ja. Das heißt, Sie haben vor zig Millionen, wenn nicht vor 100 Millionen bereits gesungen in China. Weil es ist ja sicher im Fernsehen übertragen worden. Neujahrskonzert in China ist sehr wichtig. Das heißt, es haben Sie viele, viele Millionen gesehen. Können wir als Österreicher und Österreicherinnen stolz sein darauf, oder? Schon, sind wir. Sagen wir so, es war so, dass egal, ob ich ins Taxi, ins Restaurant oder ins Geschäft gekommen bin, mich die Leute eigentlich gekannt haben in China und auch nicht nur in Peking, sondern auch wenn ich woanders hingeflogen oder gefahren bin. Aber es war dann immer interessant, zurück nach Österreich zu kommen, wo mich
niemand auf der Straße kannte natürlich. Und hier ich eine gewisse Anonymität besitze. Ja, aber es war auch eine schöne Erfahrung in China, eben einen gewissen Bekanntheitsgrad damals erlangt zu haben. Und aber nicht deshalb, sondern weil es mir einfach wichtig war, auch diese Verbindung von westlicher und östlicher Kultur. Also ich habe ja mit unserer Bel Canto Gesangstradition auch chinesisches Repertoire gesungen und habe versucht, das zu verbinden. Und ja, also ich muss noch vielleicht korrigieren oder ergänzen, so, dass ich nicht bei diesem berühmtesten chinesischen Neujahrsfest im chinesischen Fernsehen gesungen habe, damals, sondern eben in dieser Beijing Concert Hall. Aber es war trotzdem immerhin mit dem Beijing, ich weiß es nicht, was, ob es Philharmonic oder Symphonic Orchestra war, aber ja, unter Dirigent Li Jintao. Das war für mich also eine große Freude, dort singen zu dürfen. Ja, nur dass es keine Verwechslung mit dem anderen Neujahrsfest gibt. Ja, nachdem Sie ja einige Zeit in China gelebt haben, weiß ich auch, und ich habe es auch schon gehört, sprechen Sie fließend Chinesisch. Vielleicht möchten Sie ein paar chinesische Grußworte in den Äther senden. Möchten Sie? Gerne, ja. Also ich habe natürlich durch meinen Aufenthalt, also nicht natürlich, aber ich habe während meines Aufenthalts in China viel Chinesisch gesprochen. Ich hoffe immer, dass es möglich sein wird, meine Schriftkenntnisse noch zu verbessern. Aber ja, gerne. Nüshimen Xianzong Wang Da Jia Hao, wo man Han Kuai Jiu Yao Bo Xinyan, so wo Xiang Zhu Da Jia Xinyan Kuai Le, Shen Ti Jian Kang, Xin Xiang Shi Cheng, Wan Shi Wu Yi. Also ich habe schon, weil wir jetzt bald das chinesische Neujahrsfest feiern werden, schon mal allen ein gutes neues Jahr gewünscht mit so verschiedenen Wünschen, die man beim chinesischen Neujahr wünscht. Sehr lieb, danke. Ja, Frau Suchanek, dann sage ich mal herzlichen Dank für dieses erste Zoom-Gespräch, diese erste Aufnahme und ja, vielleicht folgen weitere. Wir werden das demnächst dann bei uns auf den Kanal stellen und Sie dann informieren darüber. Ich sage nochmal herzlichen Dank, alles Gute und ja, wir sehen uns wieder. Ich danke Ihnen sehr, Herr Fillinger, und wünsche auch Ihnen ein gutes chinesisches neues Jahr und freue mich auf unseren weiteren Kontakt im neuen Jahr des Tigers. Dankeschön. Ich danke Ihnen.